Einen wunderschönen guten Morgen heute am Mittwoch, dem 14. November und damit herzlich willkommen hier allen Zuschauerinnen und Zuschauern zu unseren heutigen Handelsbesprechungen. Ich habe für Sie vorbereitet die Märkte in, ja, was habe ich gesagt, Euro-Neuseeland-Dollar, genau, jetzt muss ich kurz auf den Spickzettel gucken, die Währung hatte ich nicht mehr im Kopf, dann schauen wir auf den FTSE 100 und dann auf den Nikkei, also zwei Indizes, eine Währung heute mal, weil einfach bei den Indizes interessante Sachen da waren, wo man sagt, okay, da könnte jetzt eventuell schon ein anderer Move kommen, deswegen hier heute mit rein in die Indizes, in dieser Besprechung hier. Bevor wir in die Besprechung reingehen, na klar, da kommt der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, kann zu Verlusten führen, sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren, in dem Moment ist das der Risikohinweis. Sie wissen das. Hier all diese Dinge, die wir miteinander besprechen, sind keine Anlageberatung, sondern lediglich Anschauungsmaterial. Das sei hier erwähnt. Ich freue mich auch wieder, viele Live-Zuschauer an der Stelle zu haben. Ich hoffe, Bild und Ton ist gut. Ludger, Sven, Elena, einen schönen guten Morgen von meiner Seite her, auch den Zuschauern über das GoToWebinar. Andreas, Dieter, Hermann, einen schönen guten Morgen. Wer Fragen hat, einfach hier nicht zögern, in die Fragefelder hineinschreiben bzw. in den Chat auf Facebook, wenn Sie einen Wunschmarkt haben oder etwas erklärt haben wollen, einfach mit hinein und dann gehe ich direkt hier im Webinar entsprechend auch darauf mit ein. So, was geht denn heute in den Nachrichten? Das ist ja wie immer die Standardvorbereitung. Wir haben heute Morgen um 8 Uhr schon die Informationen zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bekommen. Wir schauen auch gleich mal drauf, die 8 Uhr Nachrichten, die sind ja durch. Wir hatten oben das Quartal, das dritte Quartal ist etwas unter den Erwartungen geblieben. Nein, ist besser gewesen. Ich sehe gerade, es steht ja ein Minus davor. Die Prognose, wir sehen es hier, wir hatten eine Prognose eines Rückgangs um 0,3%. Tatsächlich sind wir zurückgegangen um 0,2%, also etwas besser. Wenn wir das Ganze auf Jahressicht uns anschauen, dann war die Prognose, hier unten haben wir es stehen bei 1,3% als Zuwachs, hier auf Jahressicht im Stand drittes Quartal war der Zuwachs nur 1,1%, also etwas schlechter als erwartet. Was gibt es heute noch an wichtigen Nachrichten? Gut, das Thema hier, Paul, das braucht uns jetzt hier an dieser Stelle nicht zu interessieren. Das ist dann etwas für den morgigen Tag. Um 14.30 Uhr gibt es dann als Relevanz 3 den Verbraucherpreisindex in den USA. Hier haben wir eine Prognose eines Zuwachses von 0,2%. Ansonsten heute im Laufe des Vormittags noch ein paar Informationen aus der Eurozone. Bruttoinlandsprodukt ist durch. Wir haben heute wieder weiterhin das Treffen der EU-Finanzminister. Nachrichten um das Thema Italien, Haushalt. Italien kann die Märkte immer wieder so ein bisschen bewegen. Gestern gab es ja dann auch die Einigung mit Großbritannien bezüglich eines Vertrags zum Austritt aus der EU. Zumindest verlauten die Nachrichten, dass es hier eine Einigung gibt. Dann geben wir heute hier um 11 Uhr das Thema Bruttoinlandsprodukt hier auf der Agenda. Dann die Industrieproduktion für den Monat September. Um 14.30 Uhr gibt es dann aus den USA hier oben noch im Zusammenhang Verbraucherpreisindex der Kernrate noch ein paar weitere Informationen sozusagen. Dann kriegen wir heute Abend um 16 Uhr wieder mal eine Rede eines FOMC-Mitglieds. Das Ganze dann heute Abend um 23 Uhr noch einmal. Also hier seitens der Notenbanken einige Informationen. Um 16.30 Uhr gibt es dann wie jede Woche Mittwoch das Thema Öl. Ich sehe aber gerade 16.30 Uhr gibt es die Rohöllagerbestände Cushing und die API. Rohöllagerbestände gibt es heute erst um 22.30 Uhr. So ist die Voranmeldung heute hier an dieser Stelle zumindest im Kalender mit zu finden. Das mal für die Tagesplanung. Öl hatten wir ja gestern auch auf der Agenda. Fernando, ich sehe dich auch hier. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Was war denn gestern da los? Das war ja irre, ne? Wir hatten ja gestern die Sitzung der OPEC und ich mache mal kurz den Ölpreis mit oben auf, kleinen Augenblick. Das war ja irre. Also wir sind gestern im Tief unter die 55 gegangen. Wir sind um über 7% gestern gefallen, wo es gestern Vormittag noch ein bisschen interessant ausschaute. Eventuell Möglichkeiten oder am Vortag eventuell Möglichkeiten einer leichten Gegenbewegung und dann gestern dieser massive Rutsch hier. Also das war schon irre. Hier, na, sehen wir vorgestern, ist der Markt sogar noch ein Stück weit hochgegangen. Wir haben ja gestern über das Thema Öl gesprochen, wo man gesagt hat, okay, entweder es gibt jetzt einen Rebound oder der Markt rutscht durch. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wo der Ölpreis hier aktuell
aktuell steht, wenn wir uns das auch mal im längerfristigen Bereich etwas anschauen, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Also wir haben jetzt hier im Öl sozusagen einen ja starken Move gemacht, hier unten in dieses Level oder beziehungsweise unter dieses Level dieses leichten Korrekturtiefs hier von diesem Trend, den ich hier nach oben sehen kann. Da hatten wir hier die Marke von, was war denn das Tief hier gewesen? Lassen Sie uns mal kurz schauen. Das Low war bei 55,71. Da sehen wir definitiv unten drunter durchgestochen. Also es bleibt hochinteressant, was hier passiert. Die Dynamik von hier, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwann eine Korrektur einsetzt nach so massiven Moves. Aber nach dem, was wir hier gesehen haben, wenn wir uns mal diese massiven Wochenrückgänge auch anschauen, normal ist das, was wir hier sehen, wenn wir uns mal diesen Chart auch im langfristigen Bereich anschauen. Normal ist das hier an dieser Stelle mit Sicherheit nicht unbedingt. Wobei es gab schon immer mal Phasen mit massiven Durchschüben nach unten, so ähnlich wie wir das hier sehen. Danach kamen irgendwann Gegenbewegungen. Das heißt, dieser Markt ist definitiv was für aktive Trader. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die hier die Markt oder den Markt an sich jetzt mal anschauen wollen im kurzfristigen Bereich, schauen wir einfach mal, was gibt es denn an Tagestiefs. Ne? Wir haben ja gestern hier unten, wir gehen mal ganz kurz mit dem Mauscursor hier drauf, wir haben ja diese Tagestiefs hier unten allesamt mit abgeräumt. Das heißt, die sind erstmal weg. Müssen wir mal schauen, vielleicht läuft der Markt aufs Tagestief von gestern runter. Wenn wir noch etwas weiter in die Historie zurückschauen, da muss ich mal gucken, ob ich das Bild hier noch etwas kleiner bekomme, dann gibt es dann tatsächlich, also die sind abmarschiert, die nächsten kommen dann erst hier unten in diesem Bereich, also es ist durchaus nach unten noch Potenzial da, aber auch wenn wirklich ein Rebound einsetzt, dann könnte das mal etwas nach oben gehen, wird sich zeigen, was der Markt hier macht, aber für aktive Trader ist dieser Markt momentan wirklich eine feine Geschichte, wobei ich ganz ehrlich auch sage, diesen massiv starken Rutsch von gestern, den konnte man definitiv nicht vorhersehen, also in meinen Augen gab es da keine Marken, wo man sagen konnte, das war jetzt wirklich eine schöne planbare Geschichte, wo man auch von vornherein sagen konnte, wer kommt denn hier nach mir auch noch ins Spiel, wenn wir nach unten gehen. Wir hatten hier haufenweise Tagestiefs auch mit da, das ist ganz klar, aber dass sowas kommt, in meinen Augen, das war einfach nicht zu erwarten. Glückwunsch an all die, die hier nach unten unterwegs sind und einen guten Teil von diesem Rutsch entsprechend auch mitnehmen können. Solche Lucky Punches, das ist immer schön, da freut sich das Portfolio definitiv. Gut, damit gehen wir dann in die heutige Tagesvorschau rein. Wir starten mal hier mit dem Währungspaar Euro-Neuseeland-Dollar, hole ich gleich mal rein. Da gucken wir auch wieder zuerst in den Tageschart hinein. Euro-Neuseeland-Dollar haben wir hier an dieser Stelle. So, dann machen wir das mal noch zu und etwas mehr Tiefe in den Markt rein, dass wir sehen können, was haben wir hier? Na, sehr, sehr schön. Wir haben hier interessanterweise einen Abwärtstrend. Hier, das sehen wir ja, sehr schön habe ich den entsprechend eingezeichnet. Wir haben einen Abwärtstrend, der auch hier, wir sehen das momentan sehr, sehr häufig, sehr, sehr, sehr weite Bewegung hat. Ne? Hier kann man auch sehen, der Markt ist hier zwischendurch immer mal so ein bisschen geschwungen. Auf den untergeordneten Zeiteinheiten kann man das gut sehen, aber hier auf Tagesbasis ist er einfach nur nach unten gelaufen, hat hier gestern sozusagen eine erste Tendenz mit dieser Kerze gemacht, dass der Markt möglicherweise etwas nach oben aufholen will. Sowas hat man ja hier an dieser Stelle auch schon mal. Aber der Markt war da oben einfach noch viel, viel, viel zu schwach, um nach oben entsprechend ranzulaufen. Gestern gab es nach einem weiteren Schub nach unten mal wieder ein leichtes Innehalten hier unten an dieser Stelle. Hier kommt es jetzt halt wirklich drauf an, wenn der Markt tatsächlich nach oben möchte, dann kann man mal auf die übergeordneten Tageshochs schauen. Da haben wir zwei Liegen, selbstverständlich. Erst einmal aus jetziger Sicht, wo der Markt jetzt aktuell steht, auf alle Fälle das Tageshoch von gestern, das haben wir liegen bei 1,67307. Wenn es dann etwas weiterläuft, wir haben hier oben noch nicht ganz so weit weg ein paar Tageshochs liegen. Hier oben, die liegen relativ nah aneinander, hier zwischen 1,68346 und 1,68872. Da haben wir drei Tageshochs liegen in diesem Bereich. Das wäre eventuell, wenn der Markt tatsächlich nach oben drehen sollte, definitiv eine Möglichkeit, nach oben zu gehen. Aber, und jetzt kommt das Aber, so wie es momentan ausschaut, kommt ja eher weitere Schwäche rein, sodass der Markt eher nach unten laufen kann. Was haben wir unten noch liegen? Wir haben hier unten, und deswegen ist das Ganze etwas auch vielleicht für die Watchlist, wir haben hier unten relativ nah einen Support liegen, hier unten um die Marke von 1,657. Wenn der Markt da unten reinläuft und tatsächlich Umkehrtendenzen aufzeigt, das könnte dann ein Punkt sein, wo wir hier einen kleinen Rebound, einen Schub nach oben bekommen, wo dann entsprechend diese Tageshochs, die wir oben liegen haben, eventuell auch eine Rolle spielen. Ich lege Ihnen mal noch das andere Tageshoch rein von gestern. Das mache ich auch wieder rot, dass das Ganze hier entsprechend auch im Kontext bleibt. So, dann schieben wir das mal hier hin, wo wir das Hoch haben. Und das ist das Hoch entsprechend hier von gestern. Hier, da haben wir es ungefähr 1,67342. Da haben wir das Hoch. Wenn der Markt tatsächlich
eigentlich unten abprallen sollte, dann wäre das auf alle Fälle einmal Anlaufpunkte für die Oberseite, einfach aufgrund dieser wirklich sehr, sehr weit gespannten Bewegung, die wir hier an dieser Stelle haben. Auf der anderen Seite, wenn der Markt tatsächlich weitermacht in dieser Extremschwäche, die wir hier finden, dann ist der nächste Anlaufpunkt, wenn der Markt hier unten drunter riecht, auch schon da, wobei das auch historisch gesehen sehr, sehr weit weg schon ist. Schauen Sie mal, das kommt hier, wir haben diesen Tiefbereich hier unten gehabt, wann war das gewesen? Im Dezember 2017, also schon eine ganze Weile her, wo der Markt mal hier unten war, da könnte dann eventuell ein nächster Support sein, den der Markt hier nach unten auch mit anstört. Das heißt, wir haben nach unten hin definitiv Potenzial da. Wichtig ist zu schauen, was passiert hier unten in dieser Unterstützungszone. Bricht das ganze Teil, könnte der Markt auch nochmal gleich in dem Atemzug versuchen, hier unten diesen Support, entsprechend dieses Tief hier, was wir aus dem Dezember 2017 haben, auch noch mitzunehmen, um dann entsprechend hier möglicherweise einen weiteren Drehpunkt zu haben. Ansonsten, Sie sehen es, wenn es mittelfristig noch weiterläuft, wobei mich das bald wundern würde, wenn hier nicht irgendwann mal eine Korrektur einsetzt, dann haben wir hier unten diesen Bereich um die Marke von, was haben wir unten, das Low ist bei 1,63,5 in diesem Bereich, das wäre dann noch ein Anlaufpunkt, den man etwas weiter weg auf der Unterseite tatsächlich mit in die Uhr nehmen könnte im mittelfristigen Bereich, das hier an dieser Stelle auf alle Fälle mal zu sehen. Wenn wir uns das Ganze mal im Monatschart anschauen, dann sehen wir, was das Ganze hier aktuell darstellt. Schauen wir mal, wir haben hier schön den Schub im Monatschart nach oben hin da, hier, das ist dann die Korrektur, dann hatten wir hier weite Bewegung nach oben. Das heißt, wenn wir uns diesen Monatschart mal umgucken oder anschauen, dann sehen wir halt auch, welche Relevanz diese beiden von mir eingezeichneten Marken haben. Das sind halt Marken, die sind nahe diesem Tief, an diesem Trend hier unten, an diesem Trendtief, wenn wir das Ganze mal auf die Woche entsprechend mit anschauen. Ich mache das mal kurz etwas größer, dass wir das besser im Blick haben. Das heißt, wir hatten hier entsprechend, ich zeichne jetzt nur mal ein Stück ein, an dieser Stelle entsprechend nicht alles, weil wir brauchen jetzt an dem Punkt nicht alles von diesem Trend. Wir brauchen nur den letzten Schub sozusagen an diesem in diesem Chart und wir haben halt hier, das war das Tief, hier das Bewegungstief, beziehungsweise das Korrekturtief, dass die Korrektur unten reingelaufen an diesem Punkt hier, der war hier gewesen, da habe ich die Linie auch reingezeichnet und danach lief der Markt hier hoch und wenn wir uns das ganze Währungsgeschehen hier mal auf der Wochenbasis anschauen, dann haben wir hier momentan eine extrem tiefe Korrektur dieses Aufwärtstrends auf Wochenbasis und hier gibt es halt wirklich diese zwei Möglichkeiten, entweder das Ding bricht, dann schieben wir hier unten weg, dann ist dieser Aufwärtstrend komplett durch oder aber wir bekommen eine Umkehr und wenn wir eine Umkehr bekommen und der Markt tatsächlich wieder die Trendrichtung aufnimmt, dann haben wir das Potenzial möglicherweise hier wieder in Richtung des alten Hochs zu laufen. Und da sehen Sie mal das Potenzial dahinter. Und das ist der Grund, weshalb der Markt hier heute in den Fokus mit hineingekommen ist. Hier ist ein wichtiger Drehpunkt und diesen Drehpunkt, den sollte man als Trader nicht unbedingt aus den Augen verlieren, weil der hat eine wichtige Relevanz, auch in Bezug der Trends, die oben drüber entsprechend mitlaufen. So, damit dann zum nächsten Markt, den wir hier an dieser Stelle haben. Wir schauen jetzt mal in den britischen Aktienmarkt. Das heißt, wir schauen uns mal den britischen Aktienindex an. Da schauen wir auch wieder hier in den Tageschart mit hinein. Das Kürzel ist hier UK100. Hier haben wir ihn. Da ist er da. Und wir sehen hier einen, Markt, der gestern einen Abwärtstrend untergeordnet gemacht hat. Hier, wir sehen auch hier, der Markt läuft heute weiter entsprechend auch nach unten. Das heißt, hier haben wir eine Situation gehabt, wo dieser große Abwärtstrend, den haben wir ja hier gehabt, der hatte hier sein letztes Korrekturhoch. Hier gab es eine schöne Bewegung, die hat dieses Korrekturhoch schon mal rausgenommen. Und jetzt sehen wir hier die Korrektur dieser starken Bewegung nach oben. Und jetzt stellt sich hier an dieser Stelle halt die Frage, was ist das Ganze jetzt hier? Wir haben definitiv jetzt erst einmal wieder hier einen Abwärtstrend. Ne? Gestern sind wir hier unter dieses Tief drunter gelaufen. Jetzt läuft der Markt momentan auch entsprechend weiter. Das heißt, der Markt läuft hier innerhalb eines Abwärtstrends weiter nach unten. Das heißt, wir haben hier aktuell einen Abwärtstrend. Diesen Abwärtstrend kann man dann entsprechend auch handeln. Das heißt, Stunde beispielsweise in den Tag hinein in die Abwärtsrichtung zu traden, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn die Stunde abwärts läuft, dann die 5 Minuten dazu zu nutzen. Weiterhin kann der Markt dann halt, wenn er weiter runterläuft, mit mittelfristiger Sicht hier entsprechend diese Korrektur-Tiefs, also diese Tagestiefs hier entsprechend anlaufen. Da haben wir ein Tagestief bei knapp 6.966 und dann haben wir hier unten noch ein Tagestief bei 6.916 Punkten. Das Trendtief, was wir hier oben gehabt haben, ist bei 6.850 Punkte Marke.
hier unten in diesem Bereich, da hat dieser Trend, der sich abwärts hier gesellt, natürlich die Möglichkeit, nach unten hin reinzulaufen, das Ganze anzulaufen. Das heißt, das wäre dann nach diesem Trendbruch die Situation, dass wir einen neuen Trend haben, der dann wieder die Richtung des alten übergeordneten Marktes mit annimmt. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist die, dass wir hier eine Umkehr bekommen. Das heißt, dass wir hier zwar einen Trend gebildet haben, der nach unten gelaufen ist, aber dass dieser Markt dann irgendwann wieder umkehrt, weil hier unten nicht mehr massiv Dynamik reinkommt und wir dann vielleicht auch hier in diesem Markt eine Umkehr sehen, als Korrekturbewegung sozusagen. Und diese Korrektur hat dann nach oben hin natürlich das gestrige Tageshoch, 1701 Punkte, beziehungsweise hier das aktuelle Trendhoch in diesem Bereich bei 1774 Punkten. Da kann der Markt dann entsprechend hochlaufen in die korrektiven Phasen mit hinein. Das sind die Möglichkeiten, die jetzt hier entstehen. Das heißt, entweder hier kommt nochmal so richtig ordentlich Bewegung rein und wir testen hier die Tagestiefs oder der Markt prallt nach oben ab und den schiebt es nach oben weg. Das muss man einfach sehen, wie sich das Ganze hier bewegt, wie sich auch die Kursnachrichten oder die Nachrichten um das Thema Brexit hier auf diesen Markt mit Auswirkungen. Das sind natürlich alles nachrichtengetriebene Dinge, die hier entsprechende Auswirkungen hier auf diesen Markt mit haben können. Das also zur Oberseite hin. Damit schauen wir nochmal in die kleineren Zeiteinheiten. Wir gucken uns mal eben den Stundentrend beispielsweise auch an und der ist hier logischerweise abwärts gerichtet aktuell. Kleinen Augenblick, ich mache das mal kurz kleiner. Das heißt, wir haben hier schon diesen Aufwärtsmove gehabt, der diesen alten Abwärtstrend gebrochen hat. Und hier sehen Sie so ein bisschen das Hin und Her. Wir hatten die erste Abwärtsbewegung, dann hatten wir eine neue Aufwärtsbewegung, hat hier ein tieferes Hoch entsprechend in diesen Markt hinein gemacht, um danach wieder nach unten zu gehen. Und wie ich das vorhin gesagt hatte, wir stehen jetzt hier definitiv in der Situation, dass der Abwärtstrend generiert worden ist. Und jetzt kommt es hier halt wirklich darauf an, was der Markt macht. Diese Bewegung sehen wir ja auch sehr schön in der reinen Trendform nach unten. Und wenn sich hier dieser Markt entsprechend auch fortsetzt, hier haben wir so diese Seitwärtsbewegung hier momentan als Konsolidierung dieser Abwärtsbewegung hier in diesem Bereich. Und hier kommt es wirklich darauf an, wie sich das Ganze auflöst. Ne? Man kann ja auch sagen, okay, hier bildet sich ein Boden, hier unten unter dieser Linie in diesem Bereich hier Bodenbildung. Und wenn der Markt tatsächlich von dieser Bodenbildung abprallt, das wäre dann das Szenario, dass wir hier möglicherweise etwas nach oben laufen könnten. Und das wäre dann das Rebound-Szenario, was wir hier entsprechend mitspielen können. Was nach uns kauft, sehen wir hier. Wir haben hier entsprechend Punkte und hier oben, wo der Markt auch hinlaufen kann, läuft da unten drunter. Wir sehen es auch in der Stunde. Wir haben hier so ein paar markante Punkte. Hier sind Marken, wo der Markt entweder hinlaufen könnte und dann haben wir hier entsprechend noch die Tagestiefs aus dem Tageschart auch liegen. Also Sie sehen auch hier nach unten und nach oben hin haben wir hier tatsächlich Bewegungspotenzial. Jetzt kommt es hier an dieser Stelle wirklich auch drauf an, was macht der Markt aus der Situation, dass hier gestern im Tageschart wieder ein Abwärtstrend entstanden ist. Ist das nur eine kurze Sache gewesen und der Markt läuft wieder hoch, dann haben wir die Chance, die Tageshochs anzulaufen und möglicherweise hier einen neuen Aufwärtstrend zu bilden, ansonsten nach unten die Downside entsprechend zu spielen. So, ich habe gerade eine Frage gesehen. Genau, richtig. Andreas, du schreibst das ganz korrekt. Wenn wir unten drunter laufen, dann haben wir sozusagen die Top-Formation beendet. Wie schon gesagt, wir sind ja hier unten drunter gelaufen und wir haben jetzt hier die Situation hoch, tieferes Hoch, hier Trendentstehung. Damit haben wir erst einmal den Druck nach unten hin erstmal auf alle Fälle da an dieser Situation. Und wie schon gesagt, jetzt kommt es hier drauf an. Vollendung hin oder her, es ist jetzt da. Wir haben jetzt hier den Abwärtstrend. Wir haben entsprechend hier die Marke mit einem tieferen Hoch. Jetzt kommt es wirklich drauf an, was der Markt aktuell macht. Und wie schon gesagt, Druck nach unten kann immer dann entstehen, wenn wir hier den Bewegungstrend fortsetzen. Das heißt, das wäre ja jetzt hier der Bewegungstrend nach unten, weil wir übergeordnet hier den Abwärtstrend haben und das wäre dann der Schub mit den entsprechenden Potenzialen auf die Unterseite. So, dann gehen wir zurück in den Tageschart hinein und dann gucken wir mal noch auf den Nikkei. Ja, der Nikkei ist ja auch immer ein sehr, sehr interessanter Markt, wird auch immer interessanter in puncto Entwicklung der Aktienunternehmen dort und die spiegeln sich ja entsprechend auch in diesen Indizes wieder. Und hier haben wir die Situation, die es in meinen Augen hier doch relativ spannend macht. Was macht es spannend? Ich zeige Ihnen das ganz gleich mal. Wir schauen uns das Ganze mal auf Wochenbasis hier an dieser Stelle an. Wir haben in der Woche, Sie sehen es ja hier selbst, einen aktuell intakten Aufwärtstrend. Und dieser intakte Aufwärtstrend, der ist aktuell hier unten, wir haben es gesehen, die Tiefs sind relativ weit reingelaufen. Wir haben diesen ersten Support hier um die Marke von 20.800 Punkten. Hier haben wir gesehen, sind wir wieder rumgedreht und nach oben angestiegen. Und jetzt ist ja so die Sache, wo man da
davon ausgeht, wenn dieser Trend sich hier oben fortsetzt, dann haben wir jetzt aktuell die Chance, möglicherweise eine sogenannte W-Formation im Chart entsprechend zu sehen. Das heißt, dass wir hier zweimal nach unten laufen, aber im Optimalfall, das sehen wir dann im Tageschart, eine Situation haben, wo wir ein höheres Hoch bekommen. Das wäre sehr, sehr spannend und das ist das, was wir hier an dieser Stelle möglicherweise auch erwarten können, wenn es der Markt spielt. Das heißt, wir haben ja gestern diese Kerze hier gesehen und wer sich so ein bisschen mit den Candlesticks auch auskennt, das hier ist entsprechend eine Kerze, wo wir sehen, der Markt war doch nicht ganz so schlüssig, wo es hingehen sollte. Er lief nach oben, wieder nach unten, er lief nach unten und dann doch wieder hoch und hat nahezu unverändert geschlossen. Das ist halt wirklich so ein Thema, da sieht man die Unschlüssigkeit entsprechend der Marktteilnehmer. So. Und hier haben wir jetzt tatsächlich die Chance, der Markt hat hier tatsächlich die Chance, so ein zweites Bein auszubilden. Das heißt, jetzt kommt es wirklich darauf an, was der Markt macht. Wir haben hier unten diesen Top-Bereich. Bis darunter kann er noch laufen. Er sollte nicht runterlaufen. Drunter wäre wieder etwas schlecht für das Gesamtbild der Chart-Situation. Ne? Das heißt, er sollte optimalerweise, wenn wir eine W-Formation bekommen, vorher umdrehen. Deswegen der Titel hier, deswegen gehe ich hier auch mal so explizit drauf ein. Definitiv Watchlist, wenn der Markt nach oben läuft, dann muss man sich diese Punkte raussuchen, wo wir unten rumdrehen, um dann entsprechend mit nach oben zu gehen. Und das ist die Chance, die wir jetzt auch hier haben. Der US-Markt hatte gestern auch zum ersten Mal die Chance wieder. Er hat sie nicht ganz genutzt. Hier sehen wir jetzt momentan die Situation. Gestern Unschlüssigkeit. Heute ist noch keine Entscheidung getroffen. Es kommt jetzt wirklich darauf an, was der Markt hier draus macht. Und wenn wir so eine zweite Standbeinbildung auch beobachten wollen, das können wir auch sehr schön machen, wenn wir dann im Stundenchart reinschauen. Kurzer Punkt noch hier an dieser Stelle, bevor wir in den Stundenchart reingehen. Ich mache das mal kurz etwas kleiner. Wir haben hier sozusagen jetzt die Situation, wenn wir nach oben hin rumdrehen, dann haben wir hier die Chance, die Tageshochs entsprechend anzulaufen, beziehungsweise dann hier dieses Hoch bei 22.579 Punkten. Nach unten hin, wenn wir unter das Tagestief von gestern drunter laufen, dann haben wir hier die Möglichkeit der Korrekturausdehnung. Wie schon gesagt, hier unten der Bereich 20.800 Punkte, hier dieses Tief sollte nicht unterschritten werden. Das wäre negativ für diese gesamte W-Formationsbildung, wenn sie kommen kann. Ansonsten, wenn das ganze Ding hier bricht, dann haben wir, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz in den Wochenchart, dann haben wir sozusagen die ganze Sache auf Wochenbasis auch noch nicht ausgestanden. Nächstes Level wäre dann das Tief hier unten bei 20.320 Punkten. Das wäre das definitive Korrekturtief. Das heißt, da warten wir jetzt erst einmal ab. Hier also aktuell der Markt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in der Stunde an, dass wir einfach mal schauen können, was können wir denn hier sehen, wenn es tatsächlich so eine Umkehr gibt. Und was wir hier ja jetzt schon sehen, ist interessanterweise, schaut mal, wir haben hier mittlerweile einen Aufwärtstrend gebildet. Dieser Aufwärtstrend ist aktuell tief in seiner Korrektur. Und jetzt kommt es halt darauf an, wenn wir hier tatsächlich aktuell jetzt Stärke in den Markt reinbekommen, dann wäre es die Situation, dass wir hier entsprechend diesen Markt nach oben laufen haben. Ne? Dass sich sozusagen hier diese Korrektur dann aus diesem Markt raussetzt und der Markt hier oben rüberläuft. Das wäre ein Stärkezeichen und da hätte der Markt tatsächlich die Chance, entsprechend hier nach oben hin mit reinzulaufen. Was sich hier in diesem Markt auch ausbilden kann, ich sage das mit Absicht kann, ist, dass wir hier in der Art eine Schulterkopf-Schulterformation dann in der Stunde sehen. Es ist noch ein bisschen weit hin bis dahin, aber wir haben das ja gesehen auch im Eurostoxx 50, im DAX, beziehungsweise im amerikanischen Markt. Da hatten wir schon mal bei so einer Umkehr das Ganze gesehen, dass sich in der Stunde eine Schulterkopf-Schulterformation gebildet hat, eine Inverse in dem Moment. So haben wir das hier entsprechend auch. Und wenn wir uns das ganze Bild hier mal auf Tagesbasis angucken, dann könnte es unter Umständen schon so kommen, dass man hier entsprechend den Kopf hat, hier, entschuldigen Sie, die Schulter, hier den Kopf und hier sich möglicherweise eine zweite Schulter ausbildet und dann wir entsprechend die Nackenlinie auch ziehen können. Das muss man einfach mal abwarten. Das heißt, das sind die Dinge, die hier entstehen können, wo wir hier wirklich tatsächlich auch sagen, warten wir ab, was der Markt macht. Aktuell ist es halt wichtig, dieser Trend nach oben sollte sich entsprechend fortsetzen. Dann haben wir auf alle Fälle erst einmal die Dynamik da, dass wir nach oben laufen können. Und das wäre dann die erste Chance, wenn der Markt die wahrnimmt. Na, wir wissen es ja nicht, ob er es tut, aber wenn er sie wahrnimmt, dass wir hier dann möglicherweise doch jetzt den Start sehen für eine W-Formation im Markt und dann möglicherweise hier den Markt zum Jahresende hin noch etwas ansteigen sehen. Entschuldigen Sie, da war der Knoten in der Zunge. Also das sind die Dinge, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Das zu den heutigen Handelsideen. Ich schaue gerade nochmal in die Chats hinein. Da sehen wir jetzt aktuell keine weiteren Fragen. Dann möchte ich hier an dieser Stelle gerne nochmal einen Hinweis in
mehr oder weniger eigener Sache bringen. Wir haben ja hier alle Zuschauer, die hier gerne auch das Ganze über GoToWebinar mitverfolgen, auch im Nachgang schauen. Wenn Sie hier mal live dabei sein wollen, melden Sie sich ruhig an. Hier auf der Website von Tickmill, wenn Sie da in die entsprechenden Ausbildung reingehen, das heißt, Sie gehen auf die Website von Tickmill, dann entsprechend auf Ausbildung und dann bei den Webinaren, da sehen Sie sozusagen die Webinare an sich, die da sind. Heute ist auch der Giovanni wieder dran. Um 10 Uhr macht er hier ein Live-Webinar, auch über GoToWebinar. Da können Sie sich auch noch registrieren. Hier einfach unter Register Now draufklicken. Da können Sie sich in das Webinar gleich mit einklinken. Ist auch kostenfrei, keine Sorge. Und dann sehen Sie hier auch die den Anmelde-Link für unsere täglichen neuen Handelsideen. Haben wir hier das Ganze auch hier einfach draufklicken. Und wenn Sie dann reinklicken, wird die ganze Webinarserie für Sie geöffnet. Und dann können Sie sich entsprechend auch mit einklinken, um hier nichts zu verpassen. An dieser Stelle. Also hier, schauen Sie ruhig drauf, schauen Sie rein. Heute um 10 Uhr ist auch der Giovanni wieder mit am Markt und gibt interessante Einblicke in entsprechend das ganze Trading. Hier schauen wir auch nochmal, das heißt hier der Online-Trading-Vorbereitungskurs, da geht es einfach um die Handelsdisziplin und das Trading-Tagebuch. Trading-Tagebuch, Handelsdisziplin, das sind ja Sachen, da sprechen wir auch auf der WOT drüber. Also hier gibt es auch einen schönen Vortrag, den machen wir zusammen, da erarbeiten wir so ein bisschen das Trading-Journal für Sie, das machen wir dort wirklich live vor Ort, dass jeder, der auch an diesem Vortrag teilnimmt, entsprechend was in der Hand hat, wo er dann zu Hause entsprechend Richtung Trading-Tagebuch, Trading Journal, Marktvorbereitung, all diese Sachen fließen da ja entsprechend mit ein. Das machen wir hier auf der WOT live. Nächste Woche, Freitag und Samstag, können wir uns da sehen, wer da ist. Ich freue mich schon drauf auf viele Gesichter, die wir dort an dieser Stelle auch treffen. Also, das zu den heutigen Handelsideen. Morgen ist Donnerstag, dann folgt ja schon der Freitag. Hier auch von meiner Seite die Ankündigung. Wir sprechen am Freitag im edukativen Teil mal so ein bisschen über das Thema Schuhgröße im Trading. Wie komme ich da drauf? Ich hatte mich neulich mit einem Handy unterhalten. Ich hatte ja hier in einem dieser Webinare auch mal gesagt, ich hatte eine Position im Euro-Austral-Dollar auch eröffnet. Kann ich immer ganz kurz zeigen. Jetzt muss ich hier in den Tageschart wieder reingehen, wo ich gesagt hatte, ich bin sozusagen in den Markt hineingegangen, als ich hier oben diese ganze Schwächegeschichte gesehen habe, als ich gesehen habe, der Markt läuft hier in einen Bereich auch rein. Hoppala, das war das Falsche, wo immer wieder, ich mache das mal kurz etwas kleiner, wo immer wieder, sage ich mal, die Kurse rangelaufen sind und dann abgeprallt sind. Das heißt, wo wir einen schönen entsprechenden Widerstand im Markt gehabt haben. Hier, wir sehen, dass halt dieser Bereich hier oben, der war für mich interessant. Da ist der Markt reingelaufen und hat dann wieder rumgedreht. Da habe ich oben eröffnet. Der Markt lief dann deutlich nach unten hin in diese Geschichte, um dann nochmal da oben ranzulaufen. Und ich habe die ganze Zeit die Position auch offen gehalten, weil ich halt ein anderes Bild im Kopf hatte. Ich wollte den Markt auf eine ganz andere Geschichte traden, auf eine ganz andere Zeitreihe traden, habe ich auch gemacht. Hier unten die Position, in diesem Rutsch habe ich die Position das erste Mal entsprechend aufgelöst, die Gewinnmitnahme gemacht. Das sind halt so Punkte, wo dann der Händler, mit dem ich dort telefoniert hatte, gesagt hat, sag mal, wie hältst du das denn aus? Du bist hier reingegangen, der Markt war schon mal richtig schön im Plus und dann läufst du wieder hier oben rein in die Position, gibst den ganzen Gewinn wieder her. Und dann ist das einfach etwas, wo der Händler geprüft wird. Wir schauen am Freitag im edukativen Teil einfach mal auf die Thematik, die passende Schuhgröße für Ihren Handelsstil. Und dat, um dort ruhig zu bleiben, um gewisse Strategien auch einmal durchzuziehen, das ist ja wichtig. Viele Händler werden bei sowas unruhig, haben dann Angst, wenn Gewinne mal wieder zusammenschmelzen. Das sind alles Sachen, das kann man mit den richtigen Strategien umgehen. Da kommt das Money Management mit ins Spiel hinein. Also wir schauen hier am Freitag definitiv mal auf diesen Punkt, wie Sie das gestalten können. Und das hat dann nichts mit der Zeiteinheit zu tun, sondern einfach mit dem Bild, was wir hier im Chart sehen und dann entsprechend mit dem Money Management, was Sie für Ihre Positionsgestaltung dann entsprechend auch nutzen kann. An dieser Stelle mit diesen Worten ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit hier beim Zuschauen. Allen gute Trades und von meiner Seite machen Sie es gut. Bis morgen, spätestens 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und um 8.30 Uhr sehen wir uns wieder hier und hören uns im Live-Webinar. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss, Ihr Mike Seidel.